Ich war kürzlich in Deutschland an einem Ort und ich habe erlebt, was es heißt, wenn der Himmel spürbar ist, im Miteinander, wie Menschen miteinander umgehen, in der Kultur, in einer himmlischen Kultur. Und ich war dort und ich hatte wie so einen Moment nochmal, das war, als ich schon das College geleitet habe, wo ich merkte, wo Gott mich fragte, hey, bist du bereit, dein Leben hinzugeben, dass Menschen in die nächste Generation leiten, welche diesen Himmel auf die Erde bringen. In ihrem ganzen Wesen, Lebensstil, Sprache, Verhalten, eben Kultur. Und es kam mir nochmals eine Freude auf, das möchte ich. Das möchte ich, weil ich habe selber erlebt, was das in meinem Leben einen Unterschied macht. Wenn ich hineinkomme und plötzlich merke, boah, das ist anders. Und ich glaube, dass die Leute müssen spüren, wie gut Gott ist. Schmecken, wie gut Gott ist. Sehen, wie gut Gott ist. Und das ist viel mehr erlebbar in das Miteinander, als immer in dem, was du sagst. Oder? Und das war für mich nochmals ein Berufungsmoment. Dort. Eben im Internship glaube ich, dass das möglich ist. Und das ist unser Ziel. Das Internship, wir wollen Leiter und ausbilden, welche einen echten Unterschied machen, welche Reich Gottes bauen. Durch die Kirche, in der Kirche, außerhalb der Kirchenwände, normalen Kirchenwände. Aber sie bebauen Reich Gottes und sie versprühen diesen, ja, ich kann es nicht anders sagen, diesen Wohlgeruch von Gott, wie sie miteinander umgehen. Und dass die Leute, und ich denke, das ist das ultimative Ziel von einem Internship. Ich merke, dass so viel Gold in den jungen Menschen. Und so oft sind wir in einem Umfeld, wo das nicht erkannt wird oder Leute sehen das nicht. Oder es ist ein Umfeld, das nicht ermöglicht, dass das herauskommt, das Göttliche, was Gott uns gegeben hat. Und ich glaube, das Internship kann so ein Ort sein, wo eben das Gold herauskommt. Und ich möchte ein Umfeld schaffen im Internship, wo das gesehen ist, das Gold. Wo es ermutigt wird, das Gold in den Leuten. Und wo ein Umfeld kreiert wird, wo das Göttliche herauskommen kann. Und ich glaube, das passiert.